Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dark Souls Remastered. Beim letzten Mal sind wir hier schon vorwärts gegangen, da wartet nämlich Zens Festung auf uns. Ich habe übrigens die Seelen schon eingesammelt, auch direkt nach der letzten Aufnahme. Und was ich noch gemacht habe, der Profi wird es schon erkennen, ich habe meine Waffe gewechselt. Ich habe jetzt ein Uchi-Katana oder wie das Ding heißt und habe es auch schon aufgelevelt oder aufgerüstet, kann ich euch ja mal zeigen. Hier, das ist nämlich schon jetzt plus 8. Das Ganze mit kleinen Scherben und großen Scherben und überhaupt und sowieso. Ja, und ich habe mein Inventar auch aufgeräumt. Der Mario meckert nämlich immer, wie meine Handtasche aussieht. Ja, und dementsprechend hier, na, guck mal. Der ganze Schrott ist weg. Wir haben nur noch diese 5 Items hier drin. Der Rest ist in einer bodenlosen Kiste. Wenn das mal zu Hause beim Aufräumen so klappen würde. Na guti, also, wir gehen jetzt hier los. Ab in die Festung. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ich habe, ja, noch meine Zweifel, ehrlich gesagt. Neue Waffe. Die macht aber jetzt schon gut Schaden, ne? Also, das Drachenschwert hat ja 200 physischen Schaden gemacht und das Uchi-Katana macht jetzt irgendwie 130. Und, ja, übrigens, heute wieder ein Motivationsschab dabei. Da, ne? Ein kleines Schlafschaf, genau. Es schläft noch, meint Mario gerade. Der sitzt nämlich hier wieder als Begleiterscheinung und ja, als Live-Spieleberater, falls ich denn hier irgendwie nicht weiterkommen sollte. Ja, da vorne stehen irgendwie diese beiden komischen Äxtentypen. Ich bin diesmal extra nicht auf die Falle gelatscht und ich würde die gerne auch einzeln holen. Ich glaube aber, dass das gerade... Ah, vielleicht hat's doch geklappt. Nein, sie kommen natürlich im Doppelpack. Aber ihr drückt mir die Daumen, dass das klappt, ne? Leute, das ist aber ganz schön eng hier auf der Treppe. Ich weiß auch gerade gar nicht... Okay, ich musste mal kurz gucken, wie das Uchi-Katana überhaupt schlägt. Ja, Mario meint, testet man vorher. Ach, naja, okay, gut. So, komm. Wir kriegen das schon hin, glaubt mir. Oh, natürlich wieder vergessen, dass der dann nochmal loslegt. Oh je. Aber wir kriegen das hin. Doch, ich habe das im Gefühl, es wird bestimmt werden. Und wenn das hier 3 Stunden dauert, bis wir überhaupt über der Brücke sind. Aber wir haben den ersten schon umgelegt. Das war doch einfach. Der zittert schon wieder. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den Online-Modus deaktiviert habe für die Aufnahme. Naja. Egal. Hoffen wir einfach, dass niemand vorbeikommt. Na, fast ist er down. Komm. Oh, schön, ne? Also das war ja einfach. Der gute Blutungsschaden, was? Ach so, ja, das Uchi-Katana hat Blutungsschaden. Das ist natürlich richtig geil. Laufe ich hier gerade in die falsche Richtung? Nein. Ja, hat Blutungsschaden, sorgt natürlich dafür, dass die Gegner hier dann auch mal so ein bisschen vor sich hin tröpfeln. Schöne Sache auf jeden Fall. So, ein bisschen Krach machen. Ich vermisse das nämlich immer. Mario hat gesagt, in vielen Krügen ist nichts drin. Ist mir egal. Ich mag dieses Geräusch von zerbrechenden Scherben. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, bei Mario ist er ein bisschen leise, aber wie in der Küche, meint er. Egal, ich schmeiße gerne Tassen aus dem Schrank. So, ich glaube, jetzt geht's hier richtig los jetzt. Oh Gott. Da oben liegt was. Da schwingt was. Da rollen wir mal rein. Aber ich war hier doch schon mal, weil man kann da nämlich irgendwo runterspringen. Ich glaube, wir waren doch im Stream schon mal hier. Ist natürlich jetzt auch schon 5 Monate her, der Stream dazu, glaube ich. Oder auch 4 Monate, ich weiß es nicht. Ja, langsam, ne? Ich muss ja meine Erfahrung hier machen. Da vorne steht so ein Horst. Moment. Moment. Ich habe eine Idee. Ich mache das mit dem Bogen. Ob das andere jetzt so machen, keine Ahnung. Ist mir egal. Wieder das Übliche. Wie bedient man diesen Bogen? So. Na, der steht auch da. Ist zwar ein bisschen dunkel, ist für euch wahrscheinlich, weiß ich nicht, noch dunkler. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht... ich habe ihn nicht getroffen. Moment. Habe ich? 7 Schaden, na Mensch. Kumpel, komm. Kannst auch runterspringen. 11 Schaden. Er kommt, meint Mario. Er kommt. Dann wechseln wir hier mal wieder. Jawollo! Guck mal, wie das wehtat. Müssen wir gar nichts machen. Können wir eigentlich öfter so mal... Oh, da stirbt er jetzt, oder? Der hat das überlebt, der Alte.
Kann der wieder hochkommen? Ich überlege gerade. Mario gibt ihm schon wieder Zeichen. Ich höre irgendwie Schritte. Der kommt von oben gesprungen, würde ich jetzt mal denken. Soll er machen? Stört mich nicht. Machen wir ihn hier gleich kaputt, wenn er denn kommt. Na hallo, komm mal runter. Komm runter. Nein? Doch, komm, du willst runter. Komm jetzt. Wie er einfach nichts konnte, ne? Wie er einfach nichts konnte. Mal gucken, wann wir wieder nichts können. So, weiter geht's. Ich habe mir sagen lassen, hier in Sens Festung... Oh, da ist so ein Arsch, ja, gerade. Hab ich's gesehen. Ja, gibt es viele kleine Gänge. Ist natürlich perfekt für mich, weil ich mich ja auch immer verlaufe. Beziehungsweise auch einfach gerne irgendwo runterfalle. Und wer hat denn hier geschossen? Wo ist denn... Oh Gott. Wo ist denn der da oben? Boah, Moment. Ich will aber nicht weitergehen. Mario sagt, ich soll weitergehen. Ich will aber nicht weitergehen. Lass mich ausprobieren. Ich muss meine Erfahrung machen. Ich will hier nicht immer alles vorerzählt bekommen. Wenn ich jetzt halt nicht treffe, ist das halt so. So. Oben habe ich. Ich würde ja lachen, wenn ich den jetzt doch treffe. Geh weg! Komm. Mann! Ich hasse das, wenn das einfach immer so blöd ist. Hey, ich kann den treffen. Das ist doch super. Das mache ich nämlich jetzt auch. Komm her. Ich lege nämlich die Leute lieber um, bevor sie mich später erwischen. Komm. Mach deinen blöden Pipi-Strahl. Dauert ein bisschen, aber gehört halt dazu. Wo hab ich denn hingezielt gerade? Was war das denn jetzt? Oh, nee. Weg, weg, weg. Aua, das tat aber weh. Ich muss mal kurz einen Schluck aus der Pulle nehmen. Also wenn irgendwann mal wieder so richtig heftige Bosse kommen, bis dahin muss ich das hier beherrschen mit dem Bogen. Das ist immer noch so ein kleiner Krampf. Oh. Na los. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Aber ich glaube, tot ist er nicht. Doch, er ist gestorben. Coole Sache, ne? Also einmal Seelen. Passen wir mal auf. Hallo? Ist hier auch noch wer? Oh, Jemine. Da unten liegt was. Moment. Und hier sind wir... Da lang. Nee, hä? Moment. Nee. Bin schon wieder voll verwirrt. Dachte schon, das wäre das gleiche jetzt hier, aber es ist nicht die gleiche Ecke. Oh je. Da ist eine Kiste. Da ist wer. Aua, aua, ich stehe. Was ist denn los? War da eine Falle? So, ich glaube, die Kette... Ich mach's einfach mal. Oh, falsche Taste. So, also wir merken uns, wenn die nach vorne zeigt, so mit dem Bogen zu uns, dann ist sie immer in Ordnung. Und eine große Scherbe, cool, die brauchen wir nämlich zum Aufrüsten. Wir haben noch 8 Flakons, ist doch klasse. Wir sind total ausgerüstet. Hallo? Da unten ist so ein Bob. Ich überlege jetzt gerade, gehe ich erstmal weiter, kommt der hoch? Was? Hä? Was war das denn? Der ist gerade gestorben. Hey! Nein! Ich will mit dir nicht kämpfen. Nicht hier. Ja, genau. Das ist doch gut. Wenn der hier dauernd gegen die Wand schlägt, dann schlagen wir halt auf ihn zu. Oh Gott. Boah, nur 4 Schläge. Das geht eigentlich. Und ein Schlangenschwert. Ich guck mir das mal kurz... Ah, nee, Moment. Gucken wir uns das jetzt schon an. Nicht, dass hier irgendwas passiert. Ich höre im Hintergrund irgendwas rollen. Ich glaube, das ist eine Kugel. Also, ich kenne das dann doch noch irgendwie. Ist halt so ein Rollgeräusch. So, ich wollte mal kurz schauen. Schlangenschwert. 110 Schaden. Ist aber auch ganz schön schwer. So, ich mach mal den hier oben. Hier unten erstmal kaputt. Komm her.
Ach du Scheiße. Kam da gerade von hinten noch irgendwas? Aua! Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich habe keine Ausdauer mehr. Alter. Oh, Scheiße. Müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Oh, da ist er down. Okay. Nichts da unten los. Können wir ja mal hier lang. Ja, und hier rollt nämlich so eine komische Kugel lang. Nicht, dass sie uns jetzt mitnimmt hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Also ich weiß nicht, ob die direkt... Doch, da kommt sie. Ach du Scheiße. Ganz kurz hier mal was gucken. Ich weiß nicht, ob wir runter müssen. Ich gehe gleich mal nach unten gucken. Oh Gott, ich dachte schon, die erwischt mich. So, wir rennen mal kurz. Ich dachte schon, wir schlittern runter. Das war ja gerade aufregend. Oh, was ist denn da los? Da ist ja noch so ein Schlangentypi. Und da sitzt hinten wieder der Kumpane, der die ganze Zeit immer vorm Tor saß. Na komm. Oh, oh, was ist mit euch verkehrt? Nee. Scheiße, oh Gott. Ich muss hier weg. Hä? Hat der gerade seinen Kumpel umgehauen? Gott. Ich bin gleich zwei hier. Das ist mir zu viel. Hallo. Aua. Shit. Sah ich nur so ein Shit hier. Okay. Da muss ich mir was ausdenken. Oh. Na gut. Wenigstens ist der Weg nicht so weit. Aber ich hätte gern meine Menschlichkeit und alles wieder. Oh jemine. Und 5000 Seelen. Wobei, die sind noch das geringste Problem. Ja. Shit, jetzt müssen wir die ja auch wieder kaputt machen, oder? Die warten doch da jetzt auch wieder, oder nicht? Sind die weg? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht! Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt komm her. Okay, ich habe gerade wieder das Problem, dass das so blöde versetzt... Oh, scheiße. So versetzt ist, was das Angreifen angeht. Das war beim letzten Mal tatsächlich nicht der Fall in der Aufnahme. Mann, zwei auf einmal sind so viel. Oh, oh Gott. Nein, die ich einfach nicht treffe. Das Schwert ist zu kurz. Au, oh Gott. Los, verblute. Einer ist schon mal... Nee, ist er nicht? Oh, ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell was trinken. Nein, warum noch nicht? Oh Gott, Hilfe. Das ist nicht gut. Ich gehe zum Leuchtfeuer zurück. Das ist mir hier nichts. Leute, das ist ja hier... Also, hallo. Nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt einzeln pullen kann. Oder ob die immer zu zweit kommen. Nervt auf jeden Fall ganz schön. Aber wir haben schon mal Sensfestung von innen gesehen. Ein bisschen. So, jetzt komm hier. Komm. Freundchen. Vorhin ging das doch auch so gut. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Oh, ist schön. Der ist selber in die Falle getreten und hat sich umgebracht. Das ist ja geil. So muss das nämlich auch laufen. So, und den anderen, den kriegen wir hin. Also mit einem können wir umgehen. Behaupte ich jetzt. Ja, komm. Wir sollten übrigens mehr rollen. Habe ich gerade mal festgelegt. Ich rolle ja schon seit Ewigkeiten irgendwie nicht mehr. Was ist da eigentlich los? Na komm. Na komm. Geht doch. So. Mensch, so wie er da. Das ist der Bob wieder. Der kann auch gleich wieder ankommen hier. So. Hm, nicht getroffen. Aber wo hab ich denn hingeschossen? Aha. Oh, komm her,
Freundchen. Ich würde ihm gerne viel mehr Schaden zufügen, damit er einfach auch sofort stirbt. Bogen weg. Oh Gott. Na also, Wix noch erwischt. Leider ist er immer noch am Leben. Dann kommt er wieder runter hier. Ja, ich habe so ein leichtes Déjà-vu. Oh Mann. Und ich hoffe, ich komme einfach nur an mein Gepäck. So, wir hören die Schritte wieder. Na komm. Taps, taps, taps. Los. Da ist er. Ja, komm runter. Komm. Oh Gott. Wuhu. Oh. Uiuiui. Da ist er kaputt. Sehr gut. Dann laufen wir jetzt ganz vorsichtig runter. Ich weiß gar nicht, ob wir das überleben könnten, wenn wir hier runterfallen. Könnte eng werden. Deswegen fallen wir ja auch einfach nicht runter. Oh Gott. Ah, da ist der komische Typ schon wieder. Ich leg den auch wieder um. Das ist mir hier, glaube ich, nichts. Oh, komm her. Bogen. Immer noch nicht richtig. So. So, schon mal hier ausrichten. Aua, natürlich, natürlich. Schöner Kopftreffer. Der fällt bestimmt auch wieder runter. Noch ein schönerer Kopftreffer. Geil. 29 Schaden. Komm, fall runter. Will er nicht. 19 Uhr. Ey, ey, ey. Schade. Macht aber nichts. Hey, hier stehen wir eigentlich auch ganz gut. Kann der uns hier überhaupt treffen? Ja, kann er. Dementsprechend mal ganz kurz hier. Oh, was mache ich denn? Bin ich denn völlig irre? Um Gottes Willen. Ich dachte schon, es geht da runter. Ganz ehrlich, ich dachte, es geht runter. Aber zum Glück nicht. Ich brauche eine Anleitung für diesen blöden Bogen. Ich sag euch das. Kriege ich das nie hin. Daneben. Hallo. Jetzt ist er runtergefallen. Okay. So, huch. Okay. Ungewohntes Gebiet hier. Okay, müssen wir aufpassen. Weiß gar nicht. Kam hier vorhin irgendwer? Ich weiß es nicht. Oh, schnell rüber. Oh, schön auf die Falle getreten. Das konnte ich mir nicht merken. So, da ist der. Und da drüben kommt doch jetzt auch irgendwer. Komm ran. Ach nee, das nur, da war nur die Kugel. Dann doch er hier. Hä, aber kam da nicht vorhin noch einer? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ist egal. Erstmal ihn hier. Wuhu, Banzai. Oh, immer nacheinander. Warum habe ich eigentlich so wenig Ausdauer? Was ist denn da schon wieder los? Aua! Nein! Nein! Oh Gott! Jetzt bin ich krass traurig, Leute. Oh Mann! Da ist so viel weg. Da ist so viel Menschlichkeit weg. Und das ist richtig, richtig kacke. Denn ich habe dafür so viel gefarmt. Ich meine, klar, das farme ich mir dann einfach nochmal neu. Aber das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Ah, unglaublich. Gut. Aber es hilft alles nicht. Wir müssen weiter. Oh fuck, ey. Das nervt mich jetzt ganz schön. Vor allen Dingen, weil ich irgendwie noch nicht sehe, dass wir hier vorankommen. Oh je. Naja, nächster Versuch, ne? Versuch macht klug. Oder Versuch macht klug, wie es ja eigentlich heißt. So. Kommt mal her. Du kannst bitte auf die Falle kommen. Ne, du hättest auf die Falle gehen können, Freundchen. Das hätte ich jetzt richtig gut gefunden. Oh. Uiuiui.
Aua. Ey, das mit der Ausdauer ist einfach hier gerade eine Vollkatastrophe. Aua, sag mal, seid ihr denn des Wahnsinns? Ey, noch keiner tot. Keiner. Oh, scheiße hier. Wo stehen wir denn? Es stirbt keiner. Aua. Also wir sterben ja. Das sehe ich hier schon. Kurz was trinken. Ey. Wieso? Was ist da übrigens los hier? Ey, kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Ich glaube, ich mache mal kurz eine Verschnaufpause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn ich hier Vollsensfestung rocke. Ich renne da einfach durch. Ich hau die alle platt und sterbe dabei 500 Tode. Also dann, ihr Lieben, drückt mir die Daumen, dass es beim nächsten Mal besser klappt, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.